Hallo zusammen, hallo Freunde. Ich habe euch heute was. Und zwar ein Bild mit Alkoholinks. Und dann noch zum Schluss mit Harz überzogen. Und in dem Harz habe ich etwas Metallic rein. Es kommt eigentlich ganz gut. Aber ich zeige euch zum Schluss nochmal, was auch schief gelaufen ist, was auch schief laufen kann. Damit ihr natürlich auch die Fehler nicht macht. Bleibt dran bis zum Schluss, dann zeige ich es euch dann nochmal. Okay, bis gleich.
So, Freunde, wie am Anfang schon gesagt, ich habe hier etwas zu viel Metallic rein. Mein Fehler, also seid da sparsam damit. Das ist ja so eine Metallic Paste gewesen. Zweiter Fehler, passt mal auf. Mein Tisch, wo ich es getrocknet habe, ist eigentlich gerade. Aber ihr seht hier, ich hoffe, ihr könnt es am Bild erkennen, dass ich richtig bin. Hier ist es flacher und dann wird es dicker. Das heißt, das Board kann auch mal krumm sein, muss nicht alles gerade sein. Und dadurch ist mir das Harz, also ihr seht es auch hier, ist eigentlich nur hier passiert. Da zeige ich es euch, ich habe es euch extra dran gelassen, runtergelaufen. Und wenn Harz beim Trocknen natürlich runterläuft oder sich verschiebt nochmal, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt, es hat dann ziemliche Wellen gegeben, das nicht passieren sollte. Aber beim Trocknungsprozess vom Harz sollte es wirklich gerade liegen und sich nicht mehr bewegen. Wenn es natürlich etwas noch in Bewegung ist, leicht, auch nur ganz wenig, dann verformt sich natürlich die Oberfläche, die zieht sich ein bisschen so auseinander und dann bekommt er wie so kleine Wellen oder Löchchen oder wie auch immer. Also ich sage jetzt einfach mal Wellen. Ihr seht es vielleicht dann auch hier. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen an der Kamera. Also aufpassen beim Trocknen, natürlich ganz, ganz wichtig, dass es wirklich in der Waage liegt. Nicht so dicke Schicht drauf machen, eher ein bisschen dünner. Ich habe es zuletzt auch mal gemacht, einfach mit einer Walze aufgerieben. Funktioniert auch super. Kann ich euch vielleicht auch das nächste Mal zeigen, wenn es euch interessiert. Okay, ansonsten das Bild selber. Also ich finde es richtig cool geworden. Man sieht dann leicht diese Schattierungen von den Alkohol-Inks. War ja auch ein langer Weg, bis ich so hatte, bis es mir gefällt. Hätte jetzt aber noch ein bisschen dünner sein können. Also diese Metallic-Schicht oben drauf, dass man mehr von der Struktur erkennt. Aber so lernen wir alle draus. Und ich will euch ja helfen, dass ihr die Fehler nicht auch macht. Also, ansonsten cool. Okay, dann wünsche ich euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.